Ja, hallo und herzlich willkommen auf Boss im Kopf. Mein Name ist Franziska Luschas und heute hier oberhalb von Zwetzen gegenüber der Kunitzer Burgruine. Die sehen Sie vielleicht da drüben. Wir sind nämlich hier im Saale-Holzkreis bei Jena und sind jetzt gerade von den Dornburger Schlössern gekommen. Und das möchte ich auch wieder nutzen, das schöne Wetter und auch den Urlaub, um ein Bewusstheitsvideo zu drehen. Das heißt, wie Sie mehr Boss im Kopf werden, wie Sie innerlich gelassener werden, friedlicher werden und ja, wie Sie einfach mehr Ihr Denken steuern können, Ihr Fühlen vor allem auch und Ihr Verhalten. Heute geht es um zu schnelles Sprechen. Das ist so normal, dieses schnelle Sprechen, dieses ständige Drrrr, ja, das ist Wahnsinn. Die Geschwindigkeit von Filmen, Actionfilmen, insbesondere eben auch Kinofilmen, es wird immer schneller und auch die Bildfolge wird immer schneller. Und das ist ganz normal irgendwie, ja. Und ich habe aber auch gemerkt, dass viele meiner Angstklienten, also Menschen, die zu mir kommen, die unter Panikstörung leiden, Angststörung, Angstzustände, Zwänge, dass die sehr schnell reden, ja, meistens ohne Strich und Komma und auch von einem Thema zum anderen hüpfen. Also das heißt, die sind ganz, ganz wenig Boss im Kopf. Da dreht sich das Gedankenkarussell, das Kopfkino enorm schnell und die haben überhaupt keinen Einfluss. Und da können Sie sich vorstellen, wenn da automatisch auch negative Gedanken hochkommen, ja, wie zum Beispiel, oh mein Gott, ich kipp gleich um, gleich passiert was und dann kann dich keiner retten. Vielleicht haben Sie auch schon solche Gedanken gehabt. Und Sie haben keinen Einfluss drauf und Sie können das nicht stoppen, dann stellt sich das entsprechende Gefühl ein, was wiederum den Gedanken verstärkt, gleich passiert was. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, da wieder selbstständig rauszukommen, beziehungsweise es dauert eine Zeit lang, bis man erschöpft ist, bis der Körper runterfährt und ja, irgendwann geht es wieder von vorne los. Und deshalb heute dieses kurze Video, wie Sie mehr Boss im Kopf werden können, auch innerlich ein bisschen gelassener Ihren inneren Dialog steuern. Und ich habe mir angewöhnt, erstmal langsamer zu reden und vor allem auch Pausen zu machen. Weil so wie ich gesprochen habe, so habe ich auch gedacht. Ist ja logisch, ja? Wir können nur das ausdrücken, was in uns drin ist. Und wenn das alles sehr schnell ist, ja, und wir gedacht werden, dann haben wir nicht wirklich Kontrolle über unser Denken. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sie damit beginnen, wenn Sie mehr Ruhe im Kopf haben möchten, dass Sie langsamer sprechen. Ja? Und das ist am Anfang nicht einfach. Ich habe das auch nicht gleich umgestellt oder abgestellt, sondern ich habe mir erstmal angewöhnt, Pausen zu machen. Und das war am Anfang total ungewohnt. Und mein Troll hat gesagt, oh, bist du langweilig. Ne? Was auch immer, der Troll Ihnen einreden will, hören Sie da nicht drauf. Machen Sie was anderes, wenn sich Ihr Leben verbessern soll. Ja, wie geht das jetzt genau? Sie können langsamer werden, indem Sie ein bisschen Bewusstheit entwickeln. Das heißt beispielsweise während des Sprechens den Boden unter Ihren Füßen spüren. Ja? Oder aber Sie spüren den Atem. Es geht darum, dass Sie klarer im Kopf werden, dass Sie langsamer werden, weil erst wenn Sie langsamer sprechen, dann können Sie auch besser wahrnehmen, was in Ihnen denkt. Und Sie können das, was aus Ihnen herauskommt, sonst vielleicht ungefiltert und sehr spontan, steuern. Ja? Und dann passieren solche Sachen nicht mehr wie, oh mein Gott, was habe ich wieder gesagt? Ich war viel zu schnell. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist mir so rausgeflutscht. Und wie gesagt, es hat eine andere Intensität, es hat eine andere Kraft, es hat eine andere Ausstrahlung. Also probieren Sie es mal aus, indem Sie während des Redens den Boden unter Ihren Füßen spüren und beobachten Sie mal den Drang in Ihnen, anderen Leuten ins Wort fallen zu wollen oder aber schon eine Lösung parat zu haben, entweder gedanklich oder aber Sie müssen es rauslassen, ja, wenn jemand zum Beispiel das richtige Wort nicht findet. Schauen Sie da mal hin, das ist der Troll in Ihnen. Und den Troll können Sie kleiner machen, ein bisschen mehr entmachten, indem Sie wieder die Kontrolle zurückerlangen. Und das geht insbesondere durch Pausen, durch langsameres Reden. Und es hat wieder eine Rückwirkung auf Ihr Denken im Kopf.
wie gesagt, achten Sie mal drauf. Es wird am Anfang noch sehr ungewohnt sein. Und beispielsweise von jungen Boss-im-Kopf-Abonnenten werde ich immer mal wieder angeschrieben: Frau Luschas, warum reden Sie so langsam? Oder: Ja, Frau Luschas, ich muss Sie mit doppelter Geschwindigkeit anhören. Ja, warum machen Sie so viel Pausen? Und da fällt mir eben immer wieder auf, wie normal das ist, dieses schnelle Sprechen. Aber wie gesagt, das ist eben auch nicht Boss im Kopf zu sein, sondern es denkt in Ihnen, ja, das Gehirn, das Werkzeug sozusagen, übernimmt die Kontrolle über Sie, ja, über den Handwerker und geht mit dem durch. Ich hatte übrigens mal einen Schreiner in der Therapie. Und dann habe ich gesagt: Wie ist denn das bei Ihnen? Was wäre denn das für ein Werkzeug, wenn das Sie übernehmen würde? Und da sagte er: Der Akkuschrauber. Und das konnte er sich gut vorstellen. Und das wollte er auf gar keinen Fall. Da sagt er: Nee, nee, das ist gar nicht gut. Da muss ich schon die Kontrolle haben, sonst wird das nicht gut. Und so können Sie sich das ein bisschen vorstellen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Geist, über Ihren Kopf. Und das können Sie auch über bewusstes Sprechen, bewusste Sprache, langsame Sprache. Und das heißt nicht, dass Sie nicht mal schneller reden können, so wie ich jetzt, ja, und auch vielleicht ein bisschen intensiver oder emotionaler. Aber achten Sie auf Pausen zwischendurch. Das bringt Sie immer wieder zurück. Es bringt Sie immer wieder ins Hier und Jetzt. Und dann minimieren Sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass unangenehme Gefühle plötzlich da sind, weil es eben nicht mehr so stark in Ihnen automatisch denkt und fühlt. Mein Name ist Franziska Luschas vom Boss im Kopf. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.